trotz Kassette, CD oder MP3. Die Schallplatte hatte schon viele Nachfolger und ist dennoch nicht tot zu kriegen. Ganz im Gegenteil, die Verkaufszahlen sind so hoch wie seit über 25 Jahren nicht mehr. Musikliebhaberinnen schwören auf den Sound des schwarzen Vinyls. Und er ist einer von ihnen. Markus Krause ist schon seit seiner Kindheit begeisterter Plattensammler und hat vor gar nicht so langer Zeit sein Schallplattencafé Mondhund eröffnet. Besonders fasziniert ihn das Erlebnis Platte. Denn in der körperlosen Streaming-Welt bekommt Haptisches einen ganz neuen Stellenwert. Ich habe halt schon in meiner Kindheit angefangen mit Musik hören und damals waren die Schallplatten auch noch zu haben, bevor die CD kam. Deswegen habe ich schon seit meiner Kindheit eigentlich immer einen Bezug zur Schallplatte und ich liebe es halt einfach, eine Platte aufzulegen, weil man sich mehr mit der Musik beschäftigt, als einfach nur so nebenbei bei Streaming laufen zu lassen oder so. Also du setzt dich hin, du packst sie aus, du legst sie auf und kannst dich auch richtig hinsetzen und du hast halt ein ganzes Album und nicht nur einzelne Lieder. Also ich kann Musik viel besser und schöner wahrnehmen als digital. Als Betreiber des Schallplattencafés trägt Markus nachhaltig dazu bei, Menschen die Faszination Vinyl näher zu bringen. Im Vordergrund steht dabei aber nicht nur das Genießen des Vinyl-Sounds, sondern vielmehr ein Ort der Begegnung zu schaffen. Es geht um Kreativität, um Austausch, um Musik, um einfach Liebe zu schönen Dingen, also was den Kaffee angeht, es soll guter Kaffee sein, es soll Kuchen, ist alles mit Liebe gebacken, die Musik ist ein schöner Rahmen für das Ganze, es kann auch getanzt werden. Ja, das ist so ein Lebensgefühl, das ich einfach gern teilen möchte und den anderen irgendwie mitgeben möchte. Vinyl ist präsent. Im Café Mondhund ist es auch nicht selten die Kundschaft, die ihr Interesse an der Platte bekundet. Und viele kommen auch rein und sagen, oh, kann man hier auch einfach mal Musik hören, also kann ich mir eine Platte mal aussuchen und dann mal hören und sowas. Also solche Sachen finde ich ganz nett auch, ne? dass es nicht nur von mir kommt, sondern wenn die sagen, oh, die Platte sieht toll aus, die will ich jetzt mal spielen. Aber ja, hoffe ich schon, dass hier und da mal vielleicht auch jemand kommt, der sagt, hey, das ist so ein cooles Medium und das macht so viel Spaß und die Stimmung ist so cool, dass sie vielleicht auch anfangen, Platten zu sammeln. Das attraktive Klangbild und der Wunsch nach Entschleunigung zeichnet den verblüffenden Trend der letzten Jahrzehnte aus. Das Café Mondhund setzt genau da an und bietet ein hochwertiges Genusserlebnis. Das ganze Prozedere macht halt einfach mehr, ist halt wie ein Event für sich selbst. Ne? Also es ist nicht wie auf ein Konzert gehen, aber schon geht schon in die Richtung, ne? So dass man sich wirklich hinsetzt, Platte hört. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Sehnsucht nach Entspannung, Entschleunigung, bisschen analog, das fehlt den Leuten und das kann ich ja hier sehr gut bieten, sowohl was Kaffee angeht und eben keine Internetverbindung und eben genießen, Musik hören und solche Sachen. Da denke ich, kann ich ein paar mit erreichen. Totgesagtes lebt bekanntlich länger. Wie lange das Wachstum noch anhält, wird sich zeigen. Nachhaltig scheint allerdings der Wunsch nach Vinylklang zu sein und solange das Café Mondhund Schnittstellen für Begegnungen schafft, bleibt die Platte vermutlich sogar unsterblich.